In jeder Truhe kann sich jedes Item aus Tears of the Kingdom befinden. Wir könnten jeden Moment von Gyptus überrascht oder wegteleportiert werden und ganz nebenbei müssen wir 5 Ziele abschließen. Aber so viel Glück, wie ich im heutigen Video habe, ist nicht mehr in Worte zu fassen. No way! What? What? Ein Like und ein Abo wäre sehr nett, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit Waikoteros TOTK Randomizer. Also, wir müssen den Zuzu Umschrein abschließen. Wir müssen 2 silberne Bossbox besiegen, das wird eklig, denke ich. Einen Ausdauerkäfer fotografieren, den Windtempel abschließen und 10 Schreine abschließen. Kriegen wir hin. Auf geht's. Ah, toll, die Kriegs sind schon wieder da. Ich hab gleich den ersten Schlag gesetzt und die Kriegs sind schon wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin erleichtert darüber, dass gerade hier nichts ist. Also, solange hier erstmal keine Monster sind, ist doch schon in Ordnung. Das geht schon fit. So, erste Truhe, direkt legendäres Item. Komm, gönn, 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 gönn. Sandstiefel. Na, okay, geht so. Ja, wo ist der erste Drache? Ich sehe keinen Drachen. Ausnahmsweise mal ja sehr friedlich. Kein Krio. Oh mein Gott, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, Alter. Bro, ich habe noch nicht mal angefangen. Es läuft doch das Intro offiziell. Okay, 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 okay. Da ist er, alles klar. Da ist er. Wir haben ihn gefunden. What? Hä? Ich kann damit nicht mal was anfangen. Digga, das erste ist direkt so ein Key-Item. Oh mein Gott. Scheiße. Als ob er mich von da gespottet hat. Erzähl mir doch nichts. Okay, 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 gut. Ah, Kakudas können jetzt überall spawnen. Das ist neu. Donnergrie, was? Wo denn jetzt? Oh, Bruder, halt dein Maul. Das ist so unfair direkt schon wieder. Okay, sehr gut. Puh, okay. Erstmal ganz entspanntes Purapelt in die Hand nehmen und... Hä, was steht da denn? Steht da, dass ihr abonnieren sollt? Hä, ist ja total weird. Warum steht das da? Na, Spaß, Junge. So, Purapelt, sehr schön. Ja, hallo, liebes... Dankeschön. Boah, ich hoffe, ich habe diesmal wieder ein bisschen mehr Glück mit den Fähigkeiten. Ich habe keinen Bock, jetzt direkt Synthese zu bekommen oder so eine Scheiße. Alter, nicht schon wieder Flamme und Feuer. Junge, 3 Hosen nacheinander. Digga, das ist echt scheiße. Vor allem der Nebel irritiert, glaube ich, die Griox nicht. Also ich glaube, der Nebel ist nur eine Sache für mich. Die Griox sind davon nicht betroffen. Seht ihr eigentlich Kakudas? Ich sehe irgendwie keine Kakudas. Alles klar, da ist Tod Nummer 2 wahrscheinlich gleich. Was? Der Blitz kann Bäume fällen. Nein, 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 nein. Evermeans. Was sind Evermeans, Junge? What? Ich dachte, ich weiß, wie alle Gegner heißen. Was sind Evermeans? Die Bäume. Ach, die Bäume, okay. Also einfach, die bösen Bäume können jetzt überall spawnen. Raketenschild. Oh, es ist der Sonnenschild. Das ist ziemlich gut. Aber leider habe ich noch keine Batterie. Das bringt mir also nichts. Aber eben habe ich ein Schild. Das ist schon mal cool auf jeden Fall. Da hinten, okay, da hinten, da hinten. Der ist echt zu weit weg. Als ob der mich von da aus spottet. So, weg da, weg da, weg da. Wir halten uns hier dran. Ja, das müsste reichen. Ja, da habe ich schon verloren. Der ist zu weit weg. Ja, der ist zu weit weg. Ja, er war anscheinend nicht zu weit weg. Ist in Ordnung. Oh, bitte nicht absaufen. Bitte nicht absaufen. Link, bitte nicht absaufen. Ich kann mich hier verstecken. Bruder, was habe ich gerade für einen Lack? Direkt erstmal Batterie upgraden, aber ich brauche halt die Batterie erstmal. Am letzten Mal hatte ich die Batterie gar nicht bekommen. Das ist halt auch... Halt dein Maul. Komm, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Ich bin tot. Ah! Lass mich doch einfach mal zur scheiß Zitadelle gehen, das gibt's doch nicht. Geht der mir auf den Sack, Alter, meine Güte. Griox am Anfang tun einem wirklich nicht gut. Aber ich bete einfach, dass ich diesmal ein bisschen mehr Glück habe, ja? Ich mache mir irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen um genau die Dudes, Alter. Ja, okay, die fallen da total auf, weil die eine ganz andere Farbe haben. Aber ist trotzdem funny. Also Bäume aus dem Nichts, okay, cool. Oh, ein Doppelschussbogen, sehr nice. Kakudas können nicht mehr spawnen, aber ich habe keinen einzigen gesehen von ihnen, wenn ich ehrlich bin. So, dann ist hier drüben natürlich eine Truhe. Das lerne ich ja inzwischen dazu. Man muss ja lernen, wo die ganzen Truhen sich befinden. Hier vorne nämlich, hinter dem Wasserfall. Exakt. Und die kriegen wir auf... Schon wieder am Bogen, Alter. Ja, ich hab genug Bogen jetzt. Ah, jetzt Deckensprung haben, Alter. Das wär's doch. Digga, ernst gemeinte Frage, wie komme ich hier wieder hoch? Digga, schon wieder ein Bogen, Junge. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich kann mich auch nicht porten. What? Schaff ich da nicht, da hochzuklettern? Ja, okay, man kann's hochschaffen, aber es ist ultra knapp irgendwie. Noch ein Schatzschild. Bruder, was? Der Uko-Uho-Schrein. Bitte, bitte gönnen. Entweder Deckensprung oder am liebsten Ultrahand auf jeden Fall. Am liebsten Ultrahand. Da oben ist ein Mogelbaum. Auf der Zitadelle der Zeit oder auf dem Tempel der Zeit. Seht ihr's? Nicht Mogelbaum. Scheiße, wie heißt das denn? Wie heißt die denn? Bluffbaum. Oh, komm, bitte gönn einfach, Junge. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Und wir kriegen Ultrahand. Let's go. Wir sind lucky. Und natürlich erstmal so, ganz entspannt. Dann nehmen wir das Ding. Und... Packen es, oh lol, Untertagemaske, nice one. Und packen es hier oben hin. Man weiß es einfach gar nicht mehr zu schätzen. Ich meine, das ist voll die coole Maske eigentlich so. Ja, ne, die Untertagemaske, cool. So, was haben wir hier? Komm schon. Ja, Schilder habe ich echt inzwischen genug. Also Schilder brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr bei den ganzen Run gefühlt. Die werden mir auch noch nicht weggenommen. Das war in der BOTW-Randomizer ja irgendwann so, dass einfach Dinge aus dem Inventar entfernt wurden. Das ist hier ja gar nicht der Fall. Deswegen, hier wird noch gegönnt. Nein, Segenslicht danach wie vor ganz normal. Da kriegt man nichts Besonderes, einfach nur ein ganz stinknormales Segenslicht. Es ist gerade irgendwie zu ruhig, ne? Es ist zu ruhig einfach. Gleich passiert irgendeine dumme Scheiße wieder, hundertprozentig. Transporterfächer. Wait, ist es ein Gerudo-Messer? Ja, sehr gut, okay. Gerudo-Messer immer sehr wichtig. Hier vorne müsste auch noch irgendwo eine Truhe sein, richtig? Gyptus kann jetzt überall spawnen. Auch neu. Gyptus. Oh, Gyptus halt schon am Anfang echt nervig, muss man sagen, ne? Aber zum Glück sehe ich noch
noch keine. Besser als Gyptos Königin. Das ist tatsächlich ein Punkt, ja. So, schaffen wir das hier? Das müsste klappen, oder? Ja, komm. Okay, und Gyptos können nicht mehr überall spawnen. Das war ein kurzer Besuch, aber nett. Jetzt wissen wir Bescheid auf jeden Fall. Was sich geändert hat, falls ihr es gerade gemerkt habt, ich kann mich bewegen, ich kann Ultran bewegen, ich kann interagieren, während diese Textboxen erscheinen, dass Gyptos erscheinen oder nicht mehr erscheinen und sowas. Das wurde rausgepatcht quasi, weil es super nervig war, dass man sich währenddessen nicht bewegen konnte und sowas. Komm, jetzt langsam das legendäre erste Item, oder? Oder ein Eisvogelschwert natürlich auch. Genau, jetzt können wir uns wieder bewegen. Seht ihr das? Ganz entspannt. Da muss ich aufpassen auf jeden Fall. Der sollte mich jetzt nicht spotten. Bruder, wie hat er mich denn hier gespottet? Verarsch mich doch nicht, aber ich habe wenigstens Kälteresistenz, das ist gut. Und ich müsste mich eigentlich vor ihm verstecken können. Wann gibt der auf? Er gibt auf. Das ging sehr schnell. Aber warum ist er nicht einfach drumherum geflogen? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Digga, nein. Halt dein Maul einfach. Das ist viel zu viel. Ach, kacke, ich wollte dich hoch. Junge, wie strong. Diese riesige Plattform, was auch immer das ist, über mir, schützt mich. Also ich weiß natürlich, was, ich weiß nicht, wie man es nennt, ehrlich gesagt. Vor allem, ich bin gegen die Kälte resistent. Das ist so gut, ne? Da vorne wieder. Oh. Okay, meine Schildtasche ist voll. Schade. Russian. Wie Russen auf Englisch. Fuck. Oh mein Gott. Dankeschön, aber nein. Bruder, der ist mir ein Ticken zu nah, wenn ich ehrlich bin. Aber kann er bitte wieder eine andere Route? Fliegt er so eine Achterroute? Der fliegt eine Achterroute anscheinend, ne? Davon ist der Flammengericht, der wird mich spotten, oder? Der spottet mich auch nicht, Digga. Wie bin ich so lucky gerade? Wie kann ich hier nicht gespottet werden? WTF? Ich mache einfach Hide and Seek mit allen Gegnern hier, wirklich. Also, erstmal ernsthaft. Was für Glück durchgespielt, Junge. Skill durchgespielt. Scheiße. Verstecken. Hier. Junge, was mache ich hier, Alter? Was war das gerade für eine. Nein, scheiße! Kann ich mich hier verstecken? Let's go. Man ist hier sicher. Man kann sich hier verstecken. Oh mein Gott, was ein geiler Spot. Junge, wie schaffe ich das die ganze Zeit? Digga, ist das gut. Und schon wieder eine Bauplansteinplatte. Digga, die bringt mir nichts. Ich habe keine Bautomatik. Wir laufen hier rüber. Ich bin hier nicht mehr gestorben. Wie habe ich das bitte gemacht? Was? Digga, die waren die ganze Zeit schon weg. Die Griox waren angeblich schon weg und jetzt können sie wieder spawnen. Ey, ich werd so wahnsinnig hier. So, es ist gut, dass ich diese Abkürzung beim letzten Mal entdeckt habe, ne? Es ist so praktisch einfach. Junge, es reicht. Es reicht wirklich. Ich brauche keine Bauplansteinplatten. Scheiße, habe ich irgendeinen Hammer eigentlich? Gönn. Ich habe keinen Hammer. Das ist schwierig auf jeden Fall. Habe ich irgendwas zum Schmeißen? Ich habe auch keine Bomben. Nee. Boah, Bruder. Könnte ich irgendwas nehmen, um es zu schmeißen? Digga, ist das schön hier. Guck dich das mal bitte an gerade. Können wir mal kurz darüber reden hier, nech? Okay, ich habe eine Idee. Ist absolut lebensmüde as fuck. Aber ich mach's trotzdem. Oh mein Gott. Gute Ausgangssituation. Noch ist so die Frage, was es bringt, wenn ich oben bin, ne? Was bringe ich hier für Moves? Ausdauer reicht leider nicht aus. Digga, was? Das kannst du keinem erzählen. Das kann nicht echt sein. Scheiße. Nein, jetzt verkacke ich so armselig. Das bringt mir nichts, da oben zu sein. Ich muss übers Wasser gehen. Es sei denn, ich bekomme jetzt gerade zufällig ein tolles Item in die Hand gedrückt. Oh, komm, scheiße, ich nehme den Stein. Ich nehme den Stein, scheiß drauf. Ultra risky. Aber ich nehme jetzt einfach den Stein und hau damit ab. Komm, so schaut's aus. Wait, ich kann es hier dran fusen, richtig? Achtung. Komm schon, ich bin so verzweifelt. Alter. Es wäre so fresh, wenn wir jetzt. Dankeschön, das ist nett, aber das will ich nicht haben. Aber es wäre so fresh, wenn wir halt irgendein Item bekommen würden, mit dem ich. Digga, ist despawned. Oh mein Gott, Alter. Aber die Kriegs sind natürlich immer noch da. Natürlich. Ach Mann, Alter. Halt einfach dein Maul, Digga. Das ist so eine Scheiße, Mann. Warum sind die auch Schleime? Warum funktioniert mein Raketenschild nicht einfach? Warum kriege ich nicht das Parasegel? Warum kriege ich nicht Deckensprung oder so? Spaß. Eigentlich gut, dass ich nicht Deckensprung habe. Ja, jetzt habe ich das eh alles erledigt. Meine ganze coole Parcours-Scheiße. Mein ganzes Ausweichen. Alles für den Arsch. Alles für den Arsch einfach. Mein Gott. Wir fahren jetzt einfach mit dem scheiß Floß rüber. Und lass mich raten, sobald ich drüben bin, bekomme ich irgendein Item, mit dem ich die Wand aufbrechen könnte, richtig? Ich bin maßlos enttäuscht. Und jetzt gönnen Deckensprung, oder? Deckensprung, Aufi. Let's go. Ist eigentlich total egal. Ich finde, man kann das Eisgebiet gut skippen, wenn man schon Deckensprung hat. Und der Syntheseschrein ist einfach zu umgehen. Entspannt. Sehr gut. Und jetzt von hier aus nur noch ein Backflip nach hinten. Let's go. Sehr schön. Einmal gecheased. Entspannte Nummer. Schild mit altem Holzbogen. Bro, was kriege ich hier für komische Scheiße einfach? Aber egal, passt schon. Sehr schön. Auch geschafft. Let's go. So. Statt der Batterie bekomme ich. Scheiße. Frostmelone. Ohne Batterie immer kritisch auf jeden Fall. So, auch ihr seid mir egal. Cool, danke. Komm, irgendwas richtig Saftiges jetzt. Komm mal, also was richtig Saftiges. Nicht ganz so saftig. Was haben wir denn hier, Was hast du für mich, mein Lieber? Ein Reisebogen. Ich scheiß auf deinen Reisebogen, Alter. Ah, die Griox sind zurück. An meiner Lieblingsstelle. Wir nehmen nur ganz schnell die Höhle hier vorne mit. Dann sind wir auch gleich schon wieder weg, nicht wahr? Digga, die wievielte ist das? Das ist die vierte. Ich brauch die nicht. Ist ja schön, dass es Key-Items sind, aber die bringen mir halt nichts. Ach scheiße, das geht ja gar nicht. Wir müssen dann wieder eine Brücke bauen, ne? Oder wir sind noch lustiger. Passt auf, wir sind noch lustiger als das. Wir nehmen die beiden, kleben die aneinander. Bruder, es ist ein bisschen eng hier vielleicht. Bisschen eng. Sorry, wenn ich was kaputt mache, ne? Nehmen das und klatschen das hier dran. Man kann es einfach echt so machen, ne? Uralter Trick. I'm sorry, ich kannte den nicht. So, dann können wir aber auch hier hochklettern tatsächlich, ne? Also, wir können es auch lassen, aber wir können es machen. Ich glaube, die despawnen auch nicht, ne? Das müsste reichen, oder? Komm, es müsste reichen. Zack, zack. Oh, nee, reicht nicht. Oh nein! Oh. Wir könnten es versuchen, hier vorne hinzulegen.
Digga, halt einfach dein Maul, wirklich. Was ist denn los, Alter? Dann machen wir so. Scheiß drauf, komm. Wir nehmen das, kleben das hier vorne dran. Ja, in etwa so. Dann machen wir das hier vorne hin. Dann schwimmen wir da drauf. What? Was habe ich gerade getan? Das ist physikalisch nicht logisch. Egal, juckt ja nicht. Wilde Sachen geschehen hier, wirklich wilde Sachen. Einfach angeschubst, Junge. Link hat sich kurz sein Knie angehauen und hat einfach das ganze Ding angeschubst. Entspannt. Batterieschild. Nein. Weißdrachenon. Ja, danke. Das ist gut. Okay, Gigamas sind auch wieder zurück. Ich sehe die Gigamas irgendwie heute nicht. Also die Gigamas lassen mich doch sehr in Ruhe bisher. Das finde ich nicht mal so schlecht. Und die Kakudas sind wieder weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, auf der Himmelsinsel passiert noch nicht so viel mit den Kakudas und so, ne? Weil irgendwie werde ich doch sehr in Ruhe gelassen. So, jetzt langsam ist hier aber echt mal das erste legendäre Item bekommen, oder? So, Masterschwert, Hylia Shield. Wäre jetzt schon wichtig eigentlich langsam, ne? Ja. Bring den Kroggy sogar mal rüber, warum nicht, ne? Wir nehmen die Mine, packen den Kroggy hier rein und dann mal gucken, was wir machen. So, du kommst da rein. So, wir kleben das hier dran. So, dann kleben wir das hier ran. Dann nehmen wir noch die Kiste von hier hinten. Noch ein bisschen mehr Distanz zu überbrücken. Das müsste fast funktionieren. Ach, Digga. Scheiß Wüstenstirnschutz, Digga. Machen so. Wir sind ganz entspannt hier rein. Er ist sogar eingerastet. Okay, er ist sogar eingerastet. Danke, ich brauche keinen Pfosten. Oh, ein Pfosten hier gar nicht mal so verkehrt wäre. Das hat besser funktioniert als gedacht. Das hat viel besser funktioniert als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Nein. Oh mein Gott, nein. Warum seid ihr denn jetzt da? Es ist mir scheißegal. Ich bringe den Krog nach Hause. Punkt aus, basta. Keine Widerrede, ja? Nein, lass mich in Ruhe. Ja, von mir aus Hydrant. Scheißegal. Komm. Ich hab Angst, ich hab auch Angst, Bro. Sag mir, was ich machen soll. Okay, ist eine Truhe. Nice, hallo. Aber hier bin ich sehr sicher, ne? Hier können die mir eigentlich gar nichts tun, glaube ich. Komm, bitte. Irgendwas Diamantenschild. Oh, ja, bringt mir leider nichts. Ah, tut weh. Ich muss den Diamanten tatsächlich wegschmeißen, glaube ich. Immerhin für eine Ersatzbatterie. Hat sich doch gelohnt irgendwo. Die können mir aber nichts tun. Halleluja. Halleluja. WTF. Wo ist hier ein Flammengriok? Nein. Warum ist hier ein Flammengriok, Dicker? Er wird mich, glaube ich, nicht verschonen, ne? Scheiß Flammengriok. Was soll das denn jetzt bitte? Alter, mach deine Fresse. Ach, was eine nervige Scheiße, Mann. Digga, was eine Scheiße. Was eine Abzocke. Ich hatte den Krog schon drüben und ich krieg ihn einfach nicht. Wegen dem scheiß Gigama. So, ist das dein Ernst? Bruder, ist das knapp. Ist das knapp, Alter. Ja, also anscheinend hat man mich doch nicht mehr gesehen. Auch wenn ich mich ein bisschen frage, wie? Vollidiot, Alter. Du Hund, Junge. Sehr schön. Heilierhelm. Okay, cool. Der ist ja wirklich nicht mehr noch. Er müsste mich jetzt schon verloren haben. Ich meine, er verfolgt mich erstmal noch, aber weiß nicht, wo ich bin. Nee, nee, der fliegt voll in die falsche Richtung. Ach, never mind. Okay, alles klar. Nochmal Minero jetzt kriegen. Wäre eigentlich nicht so verkehrt, würde ich sagen. Komm. Oder Tulin oder sowas. Von mir ist auch gerne Tulin. Ist mir eigentlich recht egal. Oder halt ein Düsterwürmchen. Okay. Irgendwas Episches. Hm. Irgendwas richtig Praktisches. Auch nice eigentlich. Dann machen wir schnell, bevor wir den Deckensprungschrein machen. Ich habe die Fähigkeit eh schon. Truhe hier vorne und noch den Krog. Da hätte ich jetzt gerade Bock drauf. Hm, maybe hier irgendwas. Automatisch Transporterschild. Bro, ich habe zu viele Schilde heute irgendwie. Ah, ein Sternspiel, das ist ganz nice eigentlich. Wie denn jetzt schon wieder? Ja, okay, jetzt ergibt es Sinn auf jeden Fall. Ich bin voll geheilt, aber es bringt mir, glaube ich, gar nichts. Das ist gerade noch mal gut gegangen, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, schon behaupten, ne? Das sind zwei Frostkrioks, Alter. Die sind gerade zwei. Die sind wirklich Kopf an Kopf. Das ist unfair. Das ist unfair. Was soll ich hier gegen machen, Alter? Ihr seid zu sechst. Ich bin alleine. Scheiße, scheiße, scheiße. Wildnishose. Bruder, ich hab wirklich keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Aber irgendwie habe ich einen richtigen Pro-Gamer-Move gebracht, scheinbar. Die Kriox haben es heute echt auf mich abgesehen, ne? Also ich meine, sonst auch immer natürlich, aber heute, wow, das ist wirklich ein anderes Level. Okay, sie sind aber weg anscheinend. Die haben sich verzogen. Wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie durchgeschafft, ohne zu sterben. Das finde ich echt stark. Okay, wir haben unsere These. Sehr gut. Zeit im Kerl bekommt man immer erst ganz am Ende. Das ist normal. Was haben wir hier? Komm schon. Also jetzt langsam kann man was richtig Geiles gegönnt werden. Ich meine, ich habe schon ganz guten Shit teilweise, aber auch nicht nur. Also ist auch viel Trash dabei. Oh, sehr gut. Sora-Rüstung immer sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier eine Eichel. Eichelkäse! Kann man eigentlich mit Hateno-Käse und eine Eichel-Eichelkäse machen? Und Shrine Nummer 3 von 4. Oh, da ist ein Gipto. Also, ein Gipto ist da. Ja, nee, da ist ein Gipto gefunden. Das ist echt untypisch, hier so ein Gipto zu sehen. Ist echt ein komisches Gefühl irgendwie. Und ja, sogar normale. Das, oh mein Gott, der hat mich geslappt, Alter. Was machen wir, um ihn nass zu machen oder so? Wir müssen ihn irgendwie nass machen. Ja, ich hätte theoretisch Schleimgelee, das würde funktionieren. Das wird sich halt schon lohnen, wahrscheinlich, ne? Also, Gipto sind ja schon. Ich muss ihn echt schnell loswerden. Ich darf nicht zu viel Dings verschwenden. Gipto-Knochen schon eher, ja. Die Gipto-Knochen sind ja wirklich wertvoll. Das ist halt echt. Ach nee, Alter. Nein, 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 nein. Und ich bin wieder weg, alles klar. Oh mein Gott, Alter. Das ist doch wirklich die reinste Folter hier aktuell. Ich weiß auch nicht, wo er mich gesehen hat oder wo er mich gesehen haben soll. Ich sehe halt nicht, wo der Donnerkriok sein soll, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich glaube, er hat mich gar nicht gespottet. Der macht irgendwie, glaube ich, gerade Fitner mit einem anderen Gegner, kann das sein? Alter, der Donnerkriok macht mich wahnsinnig, ne? Vor allem, weil es halt auch ein Donnerkriok ist, macht es irgendwie nochmal schlimmer. Ich bin so desperate für jede Truhe, Alter. In jeder Truhe könnte das Parasegel versteckt sein oder so. Ich versuche es darauf zu beschwören, okay? Aber heute haben wir bisher nicht so Glück, muss ich sagen, ne? Kann ich, glaube ich, schon so festhalten. So, gibt es können nicht mehr überall spawnen. Ich finde es immer noch komisch, dass ich keinen einzigen Kakuda bisher gesehen habe.
Wunderbar. Ich kann halt von einem Krog theoretisch mein Parasegel bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Alter, what? Okay. Den nehme ich mit tatsächlich. Parasegel halt wirklich schon wichtig, ne? Aber es war halt auch dumm lucky, dass wir beim letzten Mal einfach, oder bei den letzten zwei Malen auf dem Plateau schon, auf der Himmelsinsel schon das Parasegel bekommen haben. Das kann ja nicht immer so lucky laufen. Es gibt auch bestimmt noch andere legendäre Items, die wir noch nie gezogen haben. So Heiliaschild auf jeden Fall. Vielleicht kann man auch noch das Set für alle 152 Schreine. Held aus uralter Zeit, genau. Heldengeist aus uralter Zeit. Riju, let's go! Hallo, Riju. Rit. Gibt so Könige, das gibt, Alter, let's go. Nacho-Yaha-Schrein, genau. Digga, nicht schon wieder. Bleib mir weg mit den scheiß Jägerbauplänen. Ich glaube, die sind neu dazugekommen. Aber ist halt doof, weil die bringen halt gar nichts wirklich. Also so überhaupt nichts. Gönn, 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 gönn. Naja. Oh! Oh! Die Ivaroks sind anscheinend auch da. Jetzt gibt es wohl auch Ivaroks. Cool. Let's go! Einfach von einem Krog das Teleportmedaillon. Geil, Alter. Junge, sick. Oh, mein Gott. Man muss die Randomizer einfach lieben. Ja, aber ich bin dann auch schon wieder weg, mein Lieber, ne? Ich bin doch so lucky. Okay, jetzt kommen auch die Kakudas, ne? Ja, jetzt geht's gerade richtig ab hier. Digga, was geht denn jetzt ab? Stopp, stopp, stopp. Eins nach dem anderen, okay? Sehr schön, dass die One-Hits sind. Das ist wirklich praktisch. Die Augen lohnen sich halt wirklich, ne? Sehr gut. Ich bin weg, Bro. Ich bin weg. Ich bin absolut weg. Ich kann versuchen, hier rüber zu fliegen. Schaffe ich das? Ich könnte es schaffen, oder? Ich müsste es schaffen auf die Insel da vorne, weil da ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe, die hätte ich eigentlich ganz gerne. Ah, okay, es sollte reichen, ne? Was ein Stress. Wunderbar. Komm. Gönn, 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 gönn. Das Fotomodul. Ja, ich brauche es sogar. Das ist voll gut. Ich brauche das ja wirklich noch. Okay, jetzt gerade wird böse gegönnt. Jetzt gerade wird böse gegönnt einfach. Ich will es jetzt mal versuchen, ja? Ich habe es eigentlich noch nie geschafft, aber es müsste doch eigentlich machbar sein, oder? Natürlich ist es machbar. Hier ist ein fucking Ivarok. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich gebe dir da mal kurz mein Masterschwert, ja? Auf nach Heim. Tschüss. Ist das dumm, Alter. Im Flug noch ein richtig schönes Item. So ein Parasegel oder einen Donnerkriok. Digga, es geht schon wieder. Nein, es geht schon wieder los. Bruder. Ach, Digga, halt dein Maul. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich kann mich hier wirklich verstecken. Er sieht mich halt Real Talk nicht, ne? Ach. Ja, Königreich Hyrule. Barbaros ist sehr gut. Riju, wir laufen einfach weg, ja? Irgendwie ist er nicht so schnell, ne? Also irgendwie holt er mich nicht ein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wie. Weil eigentlich müsste er immer schneller sein als ich. Das ist schon wieder ein ganz entspannter Moment, der hier abgeht. Also es ist heute wieder sehr entspannte Randomizer. Ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Junge, Link muss richtig laufen, Alter. Link heute ein bisschen Cardio. Wie schaut's aus? Er lässt mich in Ruhe, ne? Digga, der verfolgt mich nicht so weit. Warum ist er denn so langsam? Das ist übel untypisch für Kriox. Also ich check's gerade ehrlich nicht ganz, aber. Oh mein Gott, Alter. Boah, Grant, kannst du mir bitte diesen Joe Rogan-Clip einblenden, wo er so rumschreit? Wo er auch so dieses, wo ich glaube, da macht ein Wildschwein nach. Ich hab das irgendwie geschafft, auch wenn ich mich ein bisschen frage, wie. Ich nehm's einfach mal hin, ja? Die Ivaroks hauen wieder ab, das ist nett. Die waren jetzt nicht so stressig. Ich meine, die müssen ja auch erstmal aus dem Boden auftauchen. Aber trotzdem, ja, schon eher nervig, ne? Eigentlich ja bös unnötig, hier überhaupt was zu machen, ne? Ja, wobei, eigentlich nicht. Wir können theoretisch schon mal den Teleportpunkt aktivieren und auch den Turm aktivieren, aber wir müssen uns dann aus der Luft wieder wegteleportieren, damit wir halt nicht elendig auf dem Boden aufklatschen. Ja, oh, wow, 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 das ist ziemlich gut eigentlich. Ein Kroggy! Und er gibt mir einen Doppelschussbogen. Nochmal einen. Das ist gut. Komm, Kerzen gerade. Komm, gib mir was Sinnvolles, bitte. Leuenbo, oh, sehr gut. Tatsächlich für den Anfang sehr gut. Und. No way! Oh mein Gott, Digga, der geht auf das Masterschwert. Alles klar, vorbei. Wir haben es durchgespielt. Junge! Ich hatte das so vor 5 Minuten abgegeben gefühlt. Hallo, Masterschwert. Hallo. Leben ist entspannt auf dem Punkt. Sind wir ganz ehrlich, ne? Also, das ist schon. Einmal Glück haben reicht dann auch. Also, so früh habe ich auch nicht damit gerechnet. Aber nimm mich dankend an. Nimm mich mit Kusshand, Diggi. Danke, will ich nicht. Gib mir was anderes, komm. Zum Beispiel das, ja. Brauche ich nicht einen Ausdauerkäfer? Ich glaube schon, oder? Wir können gleich nochmal checken, was unsere Goals sind für heute, ja? Aber wir dürften schon einiges abgeschlossen haben. Wir haben, glaube ich, schon 5 von 10 Schreien. Also, das ist jetzt der 5. offensichtlich, ne? Oh mein Gott, das wurde ja auch noch geändert! Ich habe es ehrlich gesagt voll vergessen. Oh mein Gott, wir werden aus anderen Schreien rausteleportiert. Digga! Ich dachte, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Aber wir sind hier gar nicht mal so schlecht. Wir sind ja eigentlich sogar ziemlich richtig. Wilde Sache, würde ich sagen. Oh mein Gott, Digga. Ja, okay, ich bin aus dem Schrein rausgekommen, muss ihn aber jetzt nochmal machen. Es ist gut, dass wir im Ornidorf sind. Ritt auf dem Wind. Ja, ich habe halt kein Fahrersegel. Ich kann ihn nicht abschließen, Digga. Das ist ärgerlich. Lol. WTF, ist das nicht mega overpowered? Der Schrein existiert noch nicht mal. Das ist die Himmelsprüfung. Das müsste über dem Donnerplateau sein, richtig? Ja, richtig. Über dem Donnerplateau. Ich weiß es einfach. Ich kenne mich doch aus, Junge. Ich kenne mich doch aus hier. Kann ich jetzt nicht mega viele Schreine dadurch machen? Also ich meine, ich muss jetzt erstmal natürlich, okay, Sonnenfleckchen einsammeln und Feen. Ja, Feen sind hier auch ganz, ganz wichtig. Ich kann jetzt einfach andere neue Schreine aktivieren oder was? Monster-Essenz-Schild. Bruder, was kriege ich hier für Schilde heute? Lucky. Oh, teleportieren ist disabled. Das ist ärgerlich tatsächlich. Ich kann aber trotzdem wahrscheinlich mal das Teleportmedaillon hier setzen, falls ich wegteleportiert werden sollte. Sehr schön. Komm, Fee Nummer 3, let's go. Erstmal natürlich noch die ganzen Teile hier einschmeißen. In diese wie Drogen-Junkies. So, Sturzflugzeremonie. Ja, ich weiß, wie der Scheiß funktioniert. Ich bin bereit. Los geht's. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bruder, ich fliege einfach durch Kriox durch. Was ein anderer Flex. Aber wir schalten erstmal den Schrein frei. Ach, no. Das ist ohne Parasegel gar nicht mal so einfach, ne? Also ohne Spaß jetzt. Ich wollte das Parasegel ziehen, das geht ja gar nicht. Wir machen das nochmal, komm. Geht auch ohne.
Entspannt, entspannte Nummer. Los geht's. So, jetzt kommt der Schrein. Den hätte ich auch ganz gerne eigentlich. So, müsste ein Segelschrein auch sein, oder? Nein, ist nicht. Oh, Kampftechnik, Pfeil und Bogen. Ach, den kann ich ja nicht machen. Ich glaube, ich kann den Schrein nicht machen. Ich bin nicht ganz sicher. Ahahaha, gecheased, Junge, gecheased. Was willst du jetzt machen? Ich muss in Slow-Mo gehen, weil ich habe halt kein Parasegel. Bombensprung will auch funktionieren, ja. So, zack und zack und zack. Oh, danke für das Ei. Oh, wir sind in Akala. Das ist viel zu overpowered, dieser Schreinetrick oder was auch immer das ist. Kampftechniken, Überfall, schon wieder Kampftechnik, Junge. So, sehr schön. Okay, nicer Königsfinder, den nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, ich bin aus dem normalen Schrein wieder rausgekommen. Lol, das war entspannt auf jeden Fall. Okay, wir sollten jetzt vielleicht mal in den Abgrund. Halt dein Maul. Ich kann nicht in den Abgrund. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Gut, dass ich es noch nicht gemacht habe. Das kannst du doch schon wieder keinem erzählen, was hier abgeht. Wir können theoretisch hier vorne hingehen wieder. Hier müssen wir noch einmal hin. Das ist wieder die Ramdas Schatzhöhle. Check Goals. Okay, wir müssen den Zuzu umschreien machen. Der befindet sich beim Kolosseum. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Zwei silberne Bossbox. Das wird immer noch ein absoluter Krampf. Einen Ausdauerkäfer fotografieren. Den Windtempel abschließen und 10 Schreine abschließen. Okay, davon haben wir schon mal wenigstens 6 geschafft. Haben wir den Ausdauerkäfer? Ich möchte jetzt mal versuchen. Alter, doch dein Maul. Ist das frech, dass genau in dem Moment die Meldung kommt, Junge. Digga, als ob der sofort abhaut. Ja, okay, das sieht echt nicht einfach aus. Nein! Nein, scheiße, Alter. Das ist so knapp, Junge, es ist so knapp. Nein, Junge, ich hatte ihn so oft drauf. Ich hatte ihn so oft drauf. Komm schon. Ey, was eine Scheiße. Digga, er ist doch drauf. Komm schon. Warum zählt das nicht? Hab ich ihn? Hab ich ihn? Was? Was? Ich hab ihn, oder? Hab ich ihn? Let's go, ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh, ist der Scheiß, Alter. Wir versuchen jetzt einfach mal zu Ramdas Schatzhöhle zu laufen. Vielleicht, ich müsste eigentlich mehr Gegner besiegen, ne? Oh, wild, okay, cool. Ich müsste eigentlich mehr Gegner besiegen, wenn ich ehrlich bin. Um meinen Score irgendwie hochzupushen, damit ich irgendwann auch silberne Bossbox besiegen kann. Weil das ist halt schon wichtig eigentlich. Ich weiß echt nicht, wie wir das schaffen sollen. Da hat's der liebe Gott nochmal gut mit mir gemeint. Oder so ähnlich. Scheiße, Alter, ich bin fast tot. Hab ich nicht genug Schutz? Ich hatte doch gefühlt voll das gute Set an. Warum hab ich so viel Schaden genommen gerade? Komm, Digga, dieses Horn. Hä, Junge, was? Scheiße. Ich hoffe halt nur, irgendwie silberne Bossbox finden wird nicht so schwierig. Digga, was geht hier denn ab? Halt einfach deine Fresse. Das war so dumm gerade. Bossbox sind echt nicht ohne, ne? Na gut. War ein blauer Bossbox, ne? Ja, Riju, das hätten wir besser machen können auf jeden Fall. Das geht beim nächsten Mal besser, ja. Was? Schild mit Schatzschild. Digga, zum dritten Mal Schatzschild. Das ist eigentlich ein legendäres Item. Ja, scheiß drauf. Goldapfel auch gut. Das ist bis heute irgendwie sehr komisch. Ich verstehe nicht ganz, was es soll. Bro, einfach Heilerschild auch noch hinterher. Was ist das denn? Ja gut, okay. Nimm das Heilerschild dann auch noch mit. Ist jetzt nicht so wichtig, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, Heilerschild ist schon cool und alles, ne? Brauche ich halt nicht. Ich habe halt schon genug Schilde. Aber wir machen trotzdem die Scheiße mit Pura hier vorne. Oh, also ist das Teleportieren auch random. Hi, lieber Wassertempel. Aber heute nicht schon wieder. Ah, hahaha, Moment, Truhe, Truhe, Truhe. Wir können ja nicht wirklich was machen und ich möchte auch den Wassertempel nicht schon wieder machen, ehrlich gesagt. Ist auch nicht nötig, weil Octocost ist ein Witz, komm. Aber ich möchte ganz kurz die Truhen mitnehmen. Oder die zumindest. Oh, komm, hast du was Leckeres für mich? Nein, hast du nicht. Oh, ich hab nichts gesagt. Hat funktioniert? Es hat genau funktioniert. Einfach in der Wasserkugel landen. Perfekt. Was will man mehr? Und wir können den Ego schon Schrein mitnehmen. Smart, ne? War smart. Ich bekomme einen Wille der Weisen statt einem Segenslicht. Entspannt. Direkt noch einer. Digga, ich kann inzwischen einfach Riju upgraden. Nice one. Den Schrein können wir auch noch mitnehmen, weil warum nicht, ne? Digga, ich habe so viel Glück mit Schilden heute. Das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Aber ich möchte euch alle nicht haben. Danke für Sternsplitter Nummer 2. Danke fürs Düsterwürmchen. Wir kommen aus dem gleichen Schrein wieder raus. Es wird irgendwie diesmal gegönnt. Wobei, so krass gut ist es ja nicht mal unbedingt. Die ersten 2 Gigamas. Die spawnen nur, wenn ich nicht hingucke, ne? Also wenn ich auch ein bisschen weiter weg bin. Bruder. Was? Bro, warum kämpfst du? Oh, du Hund, Alter. Können wir vielleicht gegeneinander kämpfen? Oh, und gibt es wieder da. Das ist doch schön. Greift er mich jetzt an? Oder lässt er mich in Ruhe? Nee, er kämpft irgendwie immer noch gegen den Dude da vorne, ne? Ja, jetzt blockt er mich auch noch an. Cool, entspannt, entspannt. Sissy gibt es gerade, okay, cool. Cool. Wollte ich aber nicht haben. Wollte ich nicht haben. Digga, das ist unfair. Halt dein Maul! Junge Giga, was ist so ätzend, Alter? Das ist nervig gerade. Meine Güte, die halten mir echt einen Ticken zu viel aus. So, zack, 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 zack und zack, zack, zack. Sehr schön, die halten echt ein bisschen was aus. Aber wie gesagt, ich muss, glaube ich, viele Bosse besiegen, damit ich die Chance habe, dass überhaupt silberne Bossbox spawnen können. Weil die verstecken sich immer so ein bisschen, nicht? Ah, Riju wäre jetzt echt praktisch, ne? Leute, der Regen tötet die einfach. Das ist geschenkt auf jeden Fall, das ist sehr geschenkt. Digga, der tötet die halt wirklich, ne? Alter, das ist richtig stark. Der verreckt einfach, ne? Haha, Pech gehabt, Digga. Was machst du jetzt, Mann? Ob ich jetzt echt 2 bis 3 Tempel machen muss? Oh mein Gott, ist das bitter. Das wäre so bitter, wirklich. Kurz mal nachdenken. Ja, wie machen wir weiter? Wir können versuchen, nochmal zu Randas Schatz zu gehen. Eventuell klappt das ja. Ich kann mich nicht porten. Sehe ich es richtig? Ich kann mich nicht porten. Ich kann mich wieder nicht teleportieren. Cool. Da waren schon wieder Gyptos, die gerade am Verrecken sind. Ich kann mich wieder porten. Sehr schön. Aber die möchte ich noch ganz kurz mitnehmen. Die fliegenden Gypto. Die Gyptos so am Leiden einfach. Ich finde es großartig. Als ob das kein Treffer ist, hä? Hä? Ist doch ein scheiß Witz. Bruder.
Na also, geht doch. Aber bitte nicht in den Abgrund, bitte nicht in den Abgrund, bitte nicht in den Abgrund. Dankeschön. Und ordentlich runterrutschen, ja? Das wäre echt ärgerlich irgendwie. So, was ist überhaupt, eine Kralle gewesen? Nee, ist glaube ich einfach eine Schuppe, ne? Ist eine Schuppe, aber komplett fein. Wie gesagt, wir können versuchen, darüber zu laufen, aber es ist schon ein weiter Weg auf jeden Fall. Oh, ey, heute die übelste Gerudo-Folge, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Wir können wieder versuchen, das Ding hier vorne zu machen, den Birk da. Auch wenn er super nervig ist eigentlich. Aber vorhin hat mir Birk das Masterschwert gegeben, also warum nicht, ne? Kann sich schon lohnen auf jeden Fall. Aber eigentlich sind Birk das schon echt praktisch für die Randomizer, muss man echt sagen, ne? Ich meine, 3 random Items, das ist schon was. Das kann schon was sein auf jeden Fall. Komm, gönn irgendwas Sinnvolles, bitte. Digga, jedes Mal! Was mit Birk da los, Alter? Und Rüstungskäfer, cool. Und? What? What? Digga, wie sehr... Was? Wie sehr gönnt er denn? Ist das gescriptet? Was ist denn mit Birk da los? Oh mein Gott, what? Aus einem Birk da einfach Parasegel und Batterie und Rüstungskäfer. Ich pack das alles nicht mehr. Ah, stehen geblieben. Jetzt ist episch, Geist. Aber so viel Gutes kann ich gar nicht mehr bekommen. Ich habe halt schon alle Key-Items im Prinzip. Na, mal schauen, mal schauen. Rein in den Aal. Was finden wir heute Lustiges? Ein Schubs-Zweihänder. Den nehme ich mit tatsächlich. Segenslicht aber auch gar nicht so verkehrt, wenn ich noch eins kriege zumindest, ja. Und hier haben wir... Auch Maxi Edeltrüffel sehr, sehr gut. Fürs Finale nicht verkehrt. Dann befindet sich hier Geistergewand. Okay, sehr random irgendwie. Das heißt random, das ist alles random. Vielleicht lohnt sich das irgendwann mal. Die Vogelnuss, ja. Dann haben wir hier einen Griok-Flügel. Oh, yes. Man Segenslicht, sehr nice. Oh, ja, okay, ich habe halt schon ein Heiliger-Schild. Schade. Das ist so bitter, das lohnt sich einfach nicht. Das bringt mir einfach gar nichts, wirklich. Ich habe ein zweites Heiliger-Schild. Okay, cool. Ist auch wild, dass man das irgendwie mehrfach haben kann. Nett, ne? Irgendwie mit Schilden habe ich heute dumm viel Glück. Einfach noch ein Heiliger-Schild. Eins hat mir nicht gereicht, ja. Noch ein Segenslicht. Da hatte ich doch ziemlich Glück mit den Segenslichtern. Ich weiß, vom ersten Mal habe ich hier das Masterschwert gefunden. Oh, jetzt haben wir die Bautomatik. Okay, das ist interessant. Maybe. Was haben wir denn für Baupläne? Wir haben Ballon, okay, der ganze Kram. Vielleicht können wir es nochmal benutzen. Wir haben halt ganz schön viele Baupläne. Oh, das Deckensprunggerüst könnte gut sein fürs Finale. Ich habe ja so ein Fable fürs Deckensprunggerüst. Ich finde das sehr, sehr nice. Ah, noch eine Fee. Sehr schön. Die brauche ich auf jeden Fall. Eine Hochleistungsbatterie, die ist sehr gut. Die könnte ich fürs Finale auch benutzen, auf jeden Fall. Ja, wir müssen echt mal die Armee des Dämonenkönigs diesmal irgendwie anders besiegen. Das fände ich irgendwie knorke. Vorne sind nochmal ein paar in der Wand drin und sowas. Leuchthose, okay, nett. Dann haben wir Chimärenbogen. Oh, nice, 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 sehr, sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Noch eine Fee, sehr nice. Und? Okay, schon wieder. Ja, es sind echt viele, ne? Vielleicht kann ich die jemals gebrauchen. Habe ich alle Truhen offen? Das müssten alle gewesen sein, ne? Das Ganze wäre jetzt nur noch ein Ticken angenehmer, wenn ich noch Toolen bekommen würde oder sowas. Auch irgendeine andere Weise, das wäre doch schon echt schmackhaft auf jeden Fall. Hier sind nochmal 2 Truhen, soweit ich weiß. Genau, hier sind nochmal 2 Truhen. Ich kenne mich doch aus, Digga. Ich kenne mich doch aus. Ich kenne das ganze Spiel doch auswendig, klar. So, hier haben wir nochmal einen Blitz-Zweihänder. Eine gute Waffe wieder. Eisvogelschwert. Nee, komm, das kann jetzt langsam mal weg. Wir können auch echt inzwischen mal ein bisschen drauf achten, dass wir gute Waffen haben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ärgerliche Momente. Himmelsbürste, cool. Ah, das ist wirklich das reine Gambling. Was haben wir hier? Okay. Wir beschwören das Glück noch einmal herauf, ja? Noch einmal beschwören wir das Glück herauf. Wird Birk auch beim dritten Mal. Lass doch mal los. Ja, es funktioniert. Herzen gerade, komm. Es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist, ich muss sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, ja? Aber es kann immer passieren, okay? Den möchte ich, nee, den möchte ich nicht haben. Okay, nein. 2 von 3 Nieten. Das kann nicht, nein, nein, das kann nicht sein. Bruder, was ist hier los? Nein, das kann nicht sein. Danke für Minero. Nein, nein. Digga, das kann nicht echt sein, dass wir leben in einer Simulation, wirklich. Das packe ich nicht, nein, wirklich. Der hat mir gerade nicht 2 Schwüre nacheinander gegeben. Wieso hat er mir überhaupt 4 Items gegeben? Das ist nicht mehr von dieser Welt, wirklich. Das ist nicht mehr von dieser Welt. Was zur Hölle? Okay, wir beschwören es nicht weiter herauf, okay? Wir lassen ihn jetzt in Ruhe. Ey, wirklich, man muss mal die Chance dafür ausrechnen, okay? Guck mal, ich habe gerade so viele Truhen aufgemacht. Ich habe so viele Truhen aufgemacht. Da war nichts Legendäres dabei. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufs vergessene Plateau. Ich hoffe einfach mal, dass wir da schon silberne Bossbox finden können. Ich meine, wir haben jetzt inzwischen 3 Weisen so. Vielleicht wird uns das irgendwie auch angerechnet. Und wir haben ein paar Gegner besiegt, wir haben den Giga mal besiegt und so und, I don't know, vielleicht haben wir Glück. Ja. Ah, wait, wir sind hier gar nicht so verkehrt auf dem Plateau. Natürlich, hier ist auch noch ein Schrein, den wir abschließen müssen. Hier ist immer noch ein schwarzer Bockblin. Ist halt die Frage, ob der überhaupt auflevelt, ne? Ich weiß ja gar nicht, ob der sich auflevelt. Vielleicht bleibt der auch einfach auf dem Level, das kann ja auch sein, natürlich. Oh, die Sonate im Knieschütze ist eigentlich ziemlich nice. Besserer Effekt, sag ich ganz ehrlich. Oh, Digga, echt zur Not machen wir echt ein anderes Goal, keine Ahnung, Digga. Das ist doch einfach scheiße. Nö. Das ist mir dann irgendwie doch zu blöd. Was möchte ich tun? Will ich starten to play? Will ich play starten? Ich weiß nicht. Vielleicht soll erstmal der Blitz einschlagen in mich. So, los geht's. What? What? Das ist schon unfair, ne? Das ist schon böse unfair. Ja, nee, das machen wir nicht. Das ist dann doch zu unfair, muss man sagen. Jetzt war's fair. Jetzt war's fair. Jetzt könnt ihr nichts sagen. Einfach alle auf einen Schlag, Junge. Das ist so schön, wirklich. Ich muss öfter mit dem Gewitter arbeiten, Junge. Gewitter einfach viel zu stark. Danke, Gewitter. So, dann wollte ich mich zurück teleportieren. Bevor ihr weiter auf die Nerven geht, wir geben jetzt mal unser Geld aus, ja? Wir geben jetzt endlich mal unser Geld aus. Terry. So, ich möchte kaufen. Ich möchte mein ganzes Geld ausgeben. Genau. Erstmal ein bisschen Pfeile kaufen. Und nochmal ein bisschen mehr Pfeile kaufen. Alles kaufen. Los geht's. Wow. Und nochmal alle Feuerfrüchte. Sa, sa. So, was hast du noch? Eine Fitkröte. Komm, die kann ich auch noch zur Medizin verarbeiten. Ach nee, du hast 2. 2 würde ich sagen, oder? Klar, würde ich sagen. Der ist aber wirklich echt egal.
Fall. Das kann lustig werden, definitiv. Mhm, sehr schön. Sehr schön. Barbarenhose hier, let's go. Da ist nichts rangefused, das ist ziemlich dämlich eigentlich. Das ist echt funny, mal so normal zu kämpfen einfach gegen den Dude. Aber es lohnt sich halt wirklich, ne? Es lohnt sich halt, muss man sagen, wirklich. Digga, es ist halt eine viel geilere Umgebung, ehrlich gesagt. Irgendwie viel geiler als so eine Himmelsinsel, ich weiß nicht. Feier ich mehr. Zack, 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 zack. Ja, locker, Alter. Das war ein Gamma-Konstrukt, ja? Also das stärkste von allen. Entspannt, würde ich sagen, entspannt. So, das Ding kann ich mit dran machen an den hier vielleicht, an den Schattenzweihänder. Warum eigentlich nicht? 64er-Zweihänder, Bruder, das ist viel zu heftig. Das eignet sich immer. Aber gut überlegen, was kann ich schon mal kochen? Ich mach sogar einzeln. Ich mach die sogar einzeln. Ich mach die sogar einzeln. Das ist eigentlich sinnvoller. Schon mal ein bisschen vorauskochen. Das schadet doch nicht. Hat doch noch niemanden geschadet, nicht wahr? Guck mal, Guys, wir machen Eichelkäse. Wir machen natürlich nicht Eichelkäse, war ein Spaß. Achtung! Geil, das ist sehr gut. Rüstungskürbis mit Rüstling. Noch mehr Rüstscheiße, nein. Was bringt denn eine Ölflasche überhaupt? Ich glaube gar nichts, ne? Ja, komm mal, bessere Abwehr, passt schon. Ich würde gerne zum Spielposten zurück, aber ich habe keinen Savepoint beim Spielposten. Das geht. Ach doch, ich kann jetzt den Tower aktivieren endlich mal. Stimmt ja. Ich will echt den Turm nicht machen, das wäre echt scheißegal. Ist so egal, was Pura mir zu geben hat, ne? Wir müssen nur den Schrein hier vorne machen. Hier vorne befindet sich ein Schrein. Komm, da gehen wir jetzt hin. Puh. Ein Ball. Wir haben den Ball zurück. Komm, scheiß auf das Eisvogelschwert. Wir haben den Golfball zurück, Junge. Let's go. Aber mein Parasegel ist deaktiviert. What? Das habe ich irgendwie verpasst. Schwierige Momente auf jeden Fall. Wir machen erst den Biwarock schnell. Dankeschön. Oh, Digga, was? Alter, das war ein guter Treffer. Zack, zack, zack. Digga, ist das lächerlich. Ich hatte so wenig Leben, ne? Unnötig. Einfach nur unnötig, ja? Ich sage, es wird ein First Try Ganon. Ja, das Problem ist, ich komme noch nicht zu Ganon hin. Also, ich wäre an sich schon vorbereitet. Ich muss nur diese scheiß Bossbox besiegen erstmal. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht irgendwie. Ey, zur Not würde ich echt das Ziel über Bord werfen und machen was anderes. Weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie einfach stundenlang nur Gegner zu hunten. Einfach for the sake of it, dann diese Kacke haben. Weil das ist echt irgendwie zu nervig. Da müssen wir echt irgendwie ein anderes Ziel raussuchen. Können wir auch machen, das ist ja kein Problem. So, ich muss doch nur Grant rechtzeitig Bescheid geben. Nicht, dass er die ganze Szene reinschneidet oder die ganze Zeit, wenn ich darüber rede. Und am Ende findet es gar nicht statt, dass wir auf die Bossbox hinhanden. Deck mich am Arsch. Sehr gut, okay. Ah, um Gottes Willen, Alter. Um Gottes Willen. Komm, greif ran. Okay, wir haben ihn. Sehr gut. Jetzt so Phantom-Ganon. Digga, kann sich der Hüter bitte verpissen. Okay, sehr gut. Na, oh mein Gott. Was macht der Hüter hinten? Wirklich? Wait, was ist hier gerade gespawnt? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mogelbaum, okay. Der scheiß Bluffbaum da hinten, Junge. Du bist so ein Wichser. Was ist mit dir los, Alter? Was ist dein scheiß Problem jetzt? So, Ryogok-Schrein. Wir könnten... Passt auf, wir machen den mal nicht fertig, ja? Man kann anscheinend auch beim Betreten des Schreins einen anderen Schrein triggern. Oh, geil, Alter. Sehr, sehr gut. Angriffsboost, wichtig. Und beste Verteidigung, auch sehr, sehr wichtig. What? Ja, das geht natürlich auch. Also anscheinend kann man das auch erlangen. Spoiler, sorry. Anscheinend kann man das auch erlangen. Cool. Ja, aber bringt leider nicht so viel, ne? Das ist so der Randomizer-Moment in a nutshell. Ich gehe hier drüben in den Schrein rein, komme hier hinten als das wieder raus. Das ist die TOTK-Randomizer. Ich bin in einem anderen Segenschrein gelandet. Das geht gerade ab, bitte. Das Update der Rando enthält... Oh. Digga, das ist wirklich, also... Ist übrigens gerade das erste Mal im Untergrund. Was soll ich überhaupt machen? Also kann ich hier irgendwas tun? Weil eigentlich sollte der Ort ja noch gar nicht existieren, ne? Minero, können wir hier irgendwas... Kann ich irgendwas machen? Ja, es geht irgendwie, ne? Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel wird gleich crashen, kann das sein? Zwei Mineros am Ende, jetzt so ohne Witz, Alter, was? Kann ich den ganzen Geistertempel skippen? What? Also ich kann auch gerne nochmal gegen das Konstrukt kämpfen, das ist jetzt kein Stress, ne? Aber ich habe halt Minero schon, also wie soll das denn jetzt funktionieren? Zack und... Slide! Hat leider nicht funktioniert, schade. Funktioniert immer zweimal, das ist so viel einfacher als Minero, ne? Scheiße. Uiuiuiui. Ja, die macht echt eine Menge Schaden. Das vergesse ich immer wieder. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Nachhinein hierfür halt einen weiteren Weisen bekomme, dann ist es mir das absolut wert. Also dann mache ich es jetzt gerne. Slap die Bitch. Slap die Bitch. Oder auch nicht. Digga, das ist so hart manchmal, ne? Sehr schön. Zack. Sehr schön. Das mit den Tasern verstehe ich auch noch nicht ganz, ehrlich bin. Wie soll das funktionieren? Was soll ich hier machen? What the fuck? Ich weiß nicht, wie die Scheiße funktioniert. Ich sag euch ganz ehrlich. Zack. Wir sollten es jetzt schaffen. Ich meine, ich habe ja auch ein paar Feen. Ich kann ja auch mich heilen lassen, ne? Komm, auf. Nochmal. Let's go. Es war so komisch, dass es zweimal geht. Aber immer noch nur zweimal. Das ist echt ein bisschen seltsam. Wir müssen es haben, komm, auf. Ja, 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 ja. Let's go. Ja, wir haben es jetzt, aber was passiert jetzt, ist die Frage. Das Game müsste hart überfordert sein eigentlich. Also wir kriegen den Herzcontainer auf jeden Fall. Ist nett. Das ist generell, es kann nicht sein, dass man hier unten ist, ohne mindestens 10 Herzen zu haben. Das geht eigentlich gar nicht. In der Randomizer ist alles möglich, nicht wahr? Und jetzt? Komm, gönn. Ich krieg Tool in. War alles nicht so geplant, aber egal. Wir gehen einfach mal zurück, weil wir müssen ja immer noch einen einzigen Schrein machen. Also einen Schrein müssen wir noch machen, ja? Wir haben theoretisch von der Zahl her schon genug, weil wir müssen ja 10 machen. Aber einen spezifischen müssen wir auch noch machen und der befindet sich knapp über dem Plateau. Jetzt krieg ich dann noch Tulin, stimmt ja, hab ich voll vergessen. Ja klar, Tulin, hallo. Warum dauert das immer so einen Moment? Das ist echt komisch, ne? Wir haben einfach 4 von 5 Weisen. Und wenn ich jetzt den Windtempel auch noch mache, weil den muss ich ja noch machen, oder? Sehe ich das richtig? Ich muss den Windtempel doch machen. Der Schrein, den muss ich machen. 2 Zylinder in Bossbox, weiß ich nicht, aber vielleicht muss ich es echt skippen. Außer, okay, habe ich fotografiert, sehr schön. Windtempel abschließen und 10 Schreine abschließen. Okay, es ist echt 2 von 5. Das klingt erstmal nicht viel. Das ist der Schrein, den wir machen müssen, dann sind schon mal 3 von 5 Zielen. Der Tempel wird, glaube ich, sehr, sehr einfach. Also wir können ihn ja eigentlich komplett skippen. Die Hauptaufgabe ist ja, den Tempel hochzukommen so. Und das können wir uns sparen, weil ich habe schon einen Teleportpunkt im Tempel. So, wait.
Hatte ich nicht... Ich war doch im Windtempel drin. Nee, ich war im Dorf der Orni. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich war im Dorf der Orni. Ich hoffe, wir werden da irgendwie hochteleportiert. Gute Führung. Der Zuzu-Umschrein. Und tatsächlich auch der normale Schrein. Ach, es ist der hier. Ich erinnere mich, was das hier war. Sehr schön. Den Schrein endlich auch mal abgeschlossen. Boah, längst Zeit. Aber mir fehlt noch eine Truhe. Egal, scheiß auf die Truhe. Ich brauche keine Truhe mehr. Ich bin eh längst genug equipped. Damit ist Ziel 3 von 5 auch noch abgeschlossen. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes mal um den Windtempel. Zweiter Kälteschuss jetzt gar nicht mal so verkehrt. Geil, dass ich hier einen Schwalbenbogen bekomme. Aber nee, danke. Wir brauchen das Oberteil, oder? Ja, komm, auf geht's. Das brauchen wir später noch für den Tempel, weil er relativ kalt ist, logischerweise. Das Ornidorf kann man ja echt größtenteils skippen, eigentlich. Also, ich meine, wir müssen nur kurz jetzt mit Tulin quatschen und sowas, ne? Ist auch noch geil, wie wir keinen einzigen Turm haben bisher. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein... Hallo! Tule, was sagst du eigentlich dazu, dass ich dich schon hab? Oh, sehr gut. Scheiße, ich bin so ein Vollidiot manchmal, ne? Ich krieg's manchmal einfach echt nicht geschissen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, mein Gott, ich weiß, ich bin manchmal lost, was das angeht. Ich kann bis heute kein Hoverbike bauen. Ist ja okay. Schnauze halten, okay? Maybe hätte man's vorher drehen sollen. So, ich hab nicht aufgepasst. Blödes Monster. Ja, das Fliegen hat sich tatsächlich mal gelohnt. Man glaubt es kaum. Spüre den Ball, Alter. Batz. Das ist der Ball des Grauens. Und das war's auch schon wieder. Let's go. Dann müssen wir jetzt nur noch auf die Spitze. Habe ich das richtig verstanden? Die Hebra-Spitze, genau. Die Hebra-Spitze. Wir können erstmal da oben zwischenlanden. Und damit geht's jetzt auf in Richtung Windtempel. Komm, komm, komm. Es reicht perfekt. Ist das absurd? Der Tempel zieht sich nicht so lang, denke ich. Ich hoffe echt, ich werde nicht geportet. Aber irgendwie wird man nicht mehr random weggeportet. Oder zumindest optional gemacht oder was, ich weiß gar nicht. Ja, hier war ein Segenschrein, ne? Den kann ich schon mal mitnehmen. Ja, Segenschrein. Und es ist auch tatsächlich der richtige Schrein, oder? Ach, um Gottes Willen, Alter. Ich hoffe, ja. Aber ich habe ihn auf jeden Fall aktiviert. Das sollte eigentlich meine Absicherung sein, denke ich. Nein, was? Nein, Alter, das kann nicht wahr sein. Bruder, ich habe alle 5 Schwüre. Schwüre? Irgendwie so. Ihr wisst schon. Junge, hä? Was kriege ich denn jetzt? Ah, nochmal ein ganz normales Segens. 2 Segenslichter. Junge, am Anfang war ich überhaupt nicht lucky. Jetzt bin ich dumm lucky. Game Crash bei Windtempel-Abschluss. Ja, oder ich krieg Tulins Tiefenschwur oder so eine Scheiße. Ist das wild. Jetzt kann ich gefühlt echt keine legendären Items mehr bekommen. Jetzt habe ich einfach alles. Ich könnte auch, keine Ahnung, Maronus Scheiße bekommen. Nicht du, Alter. Nicht du. Pass auf, wir machen so. Wir machen auch smart, ja? So, Kristallgiga mal. Mach's gut, Meister, ne? Kommt er mir hinterher? Das interessiert mich aber jetzt gerade noch, ne? Kommt er mir hinterher? Ich glaube, er setzt zum Sprung an wahrscheinlich, ne? Jetzt müsste er eigentlich losspringen. Komm. Aufi. Ja, er setzt an. Aber er schafft's nicht, ne? Nee, schafft's nicht. Mach's gut, Meister. Sind hier oben auch noch Kriox? Kriox sehe ich jetzt gerade nicht tatsächlich. Aber im Tempel. Im Tempel sind schon mal 2. Eben waren sie noch da. Okay, seltsam. Ich sehe wieder keine Kriox. Was ich gar nicht mehr so schlecht finde. Aber ich glaube, die kommen gleich wieder. Ah, das sind Kakudas. Ja, die Kakudas sind ja immer. Ich mach das schon, Link. Sieh nur, Link. Ja, ich weiß doch. Wunderbar. Oh mein Gott. WTF. Okay, sie haben es wahrscheinlich nicht gepatcht. Das geht noch. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Scheiß auf Ultrahand, wirklich. Und dann geht's zum Finale. So. Etwas bewirkt, Digga. Der Arzt ist halb tot. Warum macht es nur... Das ist komisch, egal. Scheiß drauf. Harter Kampf, wie immer. Der Sora-Helm, die Belohnung, geil. Aber jetzt ist wirklich die Frage. Ich meine, Herzcontainer, ja, schön und gut, alles gut. Was passiert? Was bekomme ich jetzt? Also, es gibt keinen 6. Weisen, so, aber ich muss doch einen Weisen bekommen. Einfach eine Fee, Digga. Einfach eine Fee. Ja, okay, fuck it, ist in Ordnung. Es ist halt echt nicht schlimm. Ich meine, es gibt halt keine anderen mehr, so, was soll ich machen? Wen upgraden wir eigentlich? Es lohnt sich halt generell alles kaum, es ist scheißegal. Wir sagen Tulin, komm. Wir tun einfach, der Chat ist von uns. So, und jetzt möchte ich aber bitte noch ein paar Herzen oder Ausdauer haben. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube Ausdauer. Bringe der Welt den Frieden zurück. Selbstverständlich, liebe Statue. Jetzt halt die Frage aller Fragen. Können wir eventuell schon silberne Bossgegner antreffen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ja, okay, wir können es nicht wissen, Mann. Also, wenn ich es richtig sehe, gibt es genau einen Spot im Untergrund, wo es einen silbernen Boss-Bokoblin gibt. Und, naja, ich sag mal so, also der ist weit weg von allem anderen. Also, das ist irgendwie nicht einfach. Also, wir können gucken, ob da einer ist. Gerudo? Ja. Der befindet sich... hier, unter der Gerudo-Hochebene. Klingt sehr entspannt auf jeden Fall. Oh Mann, Alter. Wir können uns halt auch ganz oft teleportieren und hoffen, dass wir irgendwie in die Nähe teleportiert werden. Irgendwie in die Nähe. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Wir machen das jetzt mal ein paar Minuten. Spielsucht ist eine ernstzunehmende und gefährliche Krankheit. Auch Leon Schneile, 21 Jahre alt, ist betroffen davon. Vielleicht haben wir ja Glück oder werden zumindest ein bisschen näher herangebracht. 6,5 Stunden später. Check doch einfach auf dem Plateau, du hast nichts zu verlieren. Zeit. Also, ich komme da nicht so einfach hin. Alles Scheiße, kann wer reden? Bei Angelstädt ist doch ein Silberbossbock, oder nicht? Bro, Angelstädt, weißt du, wie weit das weg ist? Ja, okay. Morgen, ganz sicher. Wir gucken mal auf dem Schiff hier vorne, ja? Vielleicht habe ich da ja etwas mehr Glück.
Ach, halt einfach deine Fresse. Oh Mann, ey, das ist doch so nervig. Okay, scheiß drauf. Wir versuchen uns jetzt einfach ins Gerudo-Hochland zu begeben, okay? Und zwar von hier aus irgendwie. Da ist ein Abgrund. Es wird giganervig, ja, aber wir müssen es jetzt machen. Ich sehe keinen anderen Weg. Weil im Gerudo-Hochland gibt es im Untergrund, wie gesagt, einen silbernen Bossbock. Einen einzigen. Den müssen wir besiegen und dann hoffen wir auf einen Blutmond. Dann machen wir es einfach nochmal, okay? 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus? Wir müssen uns jetzt ein bisschen nochmal Richtung Süden orientieren, glaube ich. War ich mir 100% sicher? Nee, Richtung Westen. Gutes Timing auf jeden Fall, dankeschön. Orientierung ist hier so circa gar nicht gegeben, ne? Muss ich echt ganz klar sagen. Aber wenn ich die nächste Wurzel sehen sollte, dann werde ich sie wahrscheinlich sogar mitnehmen. Digga, was für Glassirock, Alter. Wir sind mit zu viel Ivarox, wenn ich ehrlich bin. Sind mir gerade ein Ticken zu viele Ivarox. Wir sind fast da. Wir müssen noch ein Stückchen weiter in die Richtung. Ein Stückchen weiter hier rüber. Das müsste eigentlich sein. Das müsste. Ja. Ja, seht ihr ihn? Ja, wir haben ihn. Der einzige silberne Bossbock, den es von Start an gibt. Ich hab doch keinen Bock mehr, Alter. Alter, was war das? Ein Krampf, den zu finden. Scheiß drauf, wir brauchen bessere Verteidigung. Was ist mein bestes Oberteil? Bester Kopfschutz, safe, Heilierhelm, okay, top. Und, oh, weiß, hat einen Effekt, cool. Oberteil dann wohl das hier. Masterschwert lohnt sich eigentlich jetzt, oder? Das leuchtet halt, Alter. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Mach ihn fertig, Alter, mach ihn fertig. Das ist echt ein harter Kampf mal wieder. Das ist echt mal wieder nach langer Zeit ein harter, harter Kampf. Alter, die Weißen auch mitkämpfen, ne? Jetzt nicht sterben, ich versuch's, Alter, ich versuch's wirklich. Komm, Junibo, auf. Danke, es ist nicht mehr viel, es ist wirklich nicht mehr viel. Let's go, zurück. Wunderbare Sache. Danke, Minero. Sehr schön. Wir haben ihn. Let's go, let's go. Wir haben's. Dann möchte ich aber den Loot auch schön mitnehmen, tatsächlich. 37 ist so pervers einfach. Das ist so pervers. Wir gehen einfach kurz zum Stall, heilen uns hoch. Können vielleicht nochmal neue Pfeile kaufen. Hoffen auf den Blutmond. Das Finale wird so dumm einfach, ne? Es wird so dumm einfach, aber ich kann halt nichts dafür. Also ich würde halt gerne ein bisschen schwieriger machen, aber naja, ne? Dann einmal bitte kurz hier im Dings pennen. Ein normales Bett. Alles klar. Jetzt lassen wir nochmal ein paar Nächte verstreichen, in der Hoffnung, dass einfach gleich ein Blutmond kommt. Sehr gut. Da haben wir ihn gehabt. Wunderbar. Es war klar, dass bald ein Blutmond kommt. Auf, wie geht's? Ich hab doch einen Puffschirm, oder? Meine Irrknospe ist eigentlich noch lustiger. Auf geht's. Pff, Digga, ist das krass. Müssen ihn sogar fast haben, ne? Ich hab's, let's go. Wir haben ihn. Mit 2 überfallen einfach. Oh, das ist frech. Das ist frech gewesen. Nein, 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 aber danke fürs Ragdollen. Achtung, weg mit euch. Ihr seid so dämlich, wirklich. Kann man so dämlich sein, Alter. Ja, wenn ich mir richtig überlege, ich möchte eigentlich gegen euch, glaube ich, gar nicht mehr kämpfen. Das passt mir schon. Ich bin weg. Dann gucken wir nochmal. Was können wir denn jetzt Schönes fusen? Wir können an so einen Gerudo 200 doch echt ganz leckere Sachen dran machen, eigentlich. So was wie das hier zum Beispiel. Ob sich das lohnt? Ich würde fast sagen, ein 105 200 lohnt sich eigentlich schon, oder? Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Die gefallen mir eigentlich echt alle ganz gut. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, dass wir nicht einen Tower aktiviert haben. Wir haben immer noch nicht mit Holm gesprochen. Gar nichts einfach, ja? Das ist wirklich wild. Wir haben viel geskippt. Wir haben sehr viel geskippt und es ist sehr viel nicht nach Plan verlaufen. Aber ist natürlich kein Problem. So, dann hier drüben rein. Zap, zarab. Wir können auch klettern diesmal. Ich weiß gar nicht, ob der Leune mich jetzt eigentlich angreift. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, ob der Leune mich jetzt angreift oder nicht. Also ist mir auch egal. Ich hau einfach ab. Bin einfach direkt schon wieder weg. Hauptsache Recall funktioniert noch. Dann ist ja alles gut. Dann ist die Welt ja noch in Ordnung. Sehr schön. Weil ohne Recall ist man hier wirklich aufgeschmissen. Okay, and here we go. Da vorne ist der silberne Moblin. Und los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Ich habe leider keine Weisen mehr. Nein, 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 Alter. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, komm. Hat's gereicht? Ich weiß nicht, ob es gereicht hat, ehrlich gesagt. Okay, Deckensprung ist jetzt weg, aber es ist zum Glück ein Ticken zu spät. Also jetzt brauche ich es eh nicht mehr. Alles gut. Dann noch die Truhe hinten mitnehmen. Digga, wo ist die Truhe? Kannst du bitte die Truhe aufmachen? Mach die scheiß Truhe auf jetzt. Bruder, mit einer Bombe reicht es sonst auch immer. Warum brauche ich jetzt 3 auf einmal dafür? Okay, da ist sie, sehr schön. Irgendwas halbwegs Geiles, bitte. Das ist nicht halbwegs geil. Aber auch auf die gibt es eigentlich echt keinen Bock. So, deswegen machen wir das natürlich mit einer ganz normalen Bombe. Boom, boom. Okay, sehr gut. Und dann ab zu Ganondorf. Einfach KBM, Leute. Was? Seht ihr das auch so wie ich, ja? Warum eigentlich nicht? Wenn ich damit jetzt Gegner slice, kriege ich einfach Leben geheilt. Das ist sehr gut eigentlich. Dann können wir das hier auch noch am Schwert machen, oder? Als Hochheilsache. Warum nicht? Sag mal ganz ehrlich, ich sehe zu edel aus. Das ist so unnötig epic jedes Mal, ne? Sandtropfenstatuendeckel. War das hier ein Griok? War hier gerade ein Griok? Digga, ich sehe schon Grioks. Mein Psychiater glaubt mir das alles nicht mehr. So, abschließen. Abgeschlossen. 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 Aber alle 5 Goals. So, macht ihr immer für mich, ne? Rädchen, cool. Eine Sache wollte ich ja eigentlich noch machen. Und zwar, passt mal auf. Wir gucken mal ganz entspannt, ja? Was haben wir denn für schöne Baupläne? Wir könnten auf jeden Fall ein Deckensprunggerüst machen, was halt schon sehr, sehr krass ist auf jeden Fall. Aber da geht ja noch mehr. Eismaschine, Universalkanone. Ja, die kann man aber nur irgendwie an die Wand hängen. Das ist jetzt nicht so krass. Weil das ist ein Konstruktkopf, kann das sein? Wie viel Sonanium habe ich denn? Machen wir den mal, komm. Auf geht's. Du musst ihn nur noch aktivieren. Los geht's. Das ist so geil. Ja, macht ihr das mal da vorne, ne? Macht ihr das mal da vorne? Ey, der hat dann ausgemacht. Wieso wird der ausgeschaltet? Das ist schon funny, sowas, ne? Das ist nicht so effektiv, aber das ist schon witzig. Den hat er getötet, okay. Aber automatisch deaktiviert, super. Du hast mir auch gerade verhindert, leider. Können wir das eigentlich auch noch durchlaufen lassen, oder? Warum nicht? Das ist zu funny. Ich meine, das ist wie gesagt nicht effektiv. Nicht sonderlich effektiv. Ach du Scheiße. War das schlecht, Junge. Was mache ich denn hier auch? Irgendwie stelle ich mich gerade ziemlich dumm an. Wir können den so töten oder so, ne? Richtig dämlich einfach. So, was haben wir denn? Haben wir irgendwas Explosives? Irgendwie, haben wir echt Rhodonit und so eine Scheiße? Ich habe gar nicht drauf geachtet diesmal. Ich bin irgendwie voll unvorbereitet diesmal, aber passt schon. Digga, hör auf jetzt. Oh mein Gott, Junge. Aber aus der Luft erschießen alle. Komm, let's go, let's go. Komm, du auch weg. Weg mit dir, Alter. Dankeschön. Passt schon, passt schon. Die Exalfos sind auch tot. Ich stelle mich gerade ziemlich blöd an, ehrlich gesagt, aber das passt schon. Ich bin einfach arrogant und scheiß drauf.
Pass auf, Guys, und jetzt? Jetzt wird es wunderschön. Es wird tatsächlich wunderschön, was jetzt geschehen wird. Und zwar werden wir auf ganz gediegen ein paar Edelsteine in die Menge schießen. Was uns nicht gar nicht mal so schlecht klingt. Oder? Was meint ihr? Ja, okay, es hat kaum was gebracht irgendwie, WTF. Eigentlich ärgerlich. WTF, also gerade stelle ich mich echt ein bisschen zu blöd an. Okay, was können wir jetzt noch schießen? Schleimgelee ein bisschen vielleicht? Ja, nicht schlecht, komm. Und du auch noch weg hier. Sehr schön. Die Loot ist zu nice, ne? So, komm. Dann einmal mit... Wo ist der andere Edelstein? 2000 Jahre später. Ja, also, sehr gut. Die wurden ziemlich ehrenlos geschlachtet. Und damit sind wir bei Phantomganon, richtig? Alright, let's go. Mach das doch an jetzt. Warte, was? Wo ist es hin? Digga, wie ich ihn disrespecte, ne? Wie ich ihn disrespecte einfach. Sehr schön. Digga, warum ist er auf einmal vor mir gewesen? Ich schwöre, das war Assi. Du auch noch weg hier, komm. Oh, scheiße, das Ding ist gleich kaputt schon. Das Ding ist gleich schon kaputt. Aber kein Problem, natürlich. Ah nein, scheiße, das Miasma-Schwert. Das wollte ich eigentlich nicht. Stulli. Masterschwert, komm, Masterschwert. Alter, wie viele Feen habe ich noch? Eine, glaube ich, ne? Haben wir die noch? Keines mehr? Gar nichts mehr? Jetzt mal doch ein bisschen konzentrieren vielleicht. Boah, dämlich. Ich kämpfe gerade richtig schlecht irgendwie. Tut mir leid. What? Bruder, vielleicht auch ankündigen, dass du hier bist, ne? Okay, kurz mal vom Miasma-Schwert das Ding runter machen. Wunderbar. Eieieiei. So, komm, Digga. Wieder gerade weggeschnitzt wurde. Wunderschön. Wunderschön einfach. Digga, das war gerade ziemlich brutal. 5 gegen 1 einfach. Das läuft dir phänomenal. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Habe ich irgendwie einen Reisekochtopf oder so eine Scheiße? Habe ich sogar theoretisch, komm. So, wir machen das hier mit. Habe ich einen Maxi-Barsch oder so eine Scheiße? Maxi-Echse hiermit, komm. Wunderbar. Aber den Gönjamin mal raushängen lassen, ne? Wow, nur 2 gerade mal. Und noch einmal kurz Angriffsboost, den ich auch eben überhaupt nicht genutzt habe. Ich bin echt so ein Lelek wirklich manchmal. Warum mache ich das nicht? Egal. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall Angriffsboost 2-mal sogar. Bin so lost. Warum habe ich das nicht benutzt die ganze Zeit? Komm, wir fressen das hier. Auf geht's. Es tut mir leid. Das ist das, worauf wir jetzt irgendwie eine Minute gewartet haben. Das ist so dumm. Oh, scheiße. Er kann hier direkt Flurry rushen. Hab ich vergessen irgendwie. Bessame. Wie wär's damit? Magst du das? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, er mag das. Digga, er macht ernst. Er macht ziemlich ernst gerade, WTF. Er ist schnell. Er ist ziemlich flink, oder? Kommst du mir nur so vor. Phase 2, Alter. Aber machen wir einen kurzen Prozess mit dir. Das ist halt wirklich ein harter Kampf, ne? Das ist halt wirklich ein harter Kampf, wenn man nicht viele Leben hat. Komm, auf. Spring. Los. Sehr schön. Müsste fast Phase 2 sein. Ist sogar schon Phase 2. Okay, sehr gut. Direkt schon Phase 2. Wunderbar. Bessame. Oh, Garde. Oh mein Gott, ein Pristine-Gardeschwert. Das ist, glaube ich, sogar besser als mein Masterschwert, kann das sein? Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Komm, wir probieren mal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Nee, ich glaube nicht. Das Masterschwert ist echt unübertrefflich. Unübertrefflich. Unübertreffbar. Ihr wisst schon, wie ich meine, ja? Sehr schön. Ach, scheiße. Muss ja nochmal. Ich vergesse es manchmal einfach wieder. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Aufkommen und. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Randomizer, Volume 3. Abgeschlossen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und abonniert hier den Kanal und hier könnt ihr noch ein anderes Video abchecken. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön.